Am Stand von Goodyear Dunlop gibt es nicht nur den sehr auffälligen Konzeptreifen Oxygen, sondern auch ein weiteres Konzept, das bereits im Einsatz ist. Und das liefert Informationen, die besonders für Flottenmanager sehr interessant sind. Neben mir steht David Ankert, verantwortlich für die Entwicklung. Jetzt habe ich eine Frage. Ihr habt hier ein Reifenkonzept, das vielleicht gar nicht so weit weg ist von dem, was man auf der Straße sehen soll. Was genau macht es und warum ist es interessant für Flotten? Ja, und das Konzept, das Prototype, das wir hier sehen, ist Realität. So, das ist keine Zukunftsmusik mehr. Und das ist ganz interessant für Flotten, da man zum Ersten sichern kann, dass jedes Fahrzeug und die Einsätze ins Fahrzeug sicher sein, dass die richtige Luftdruck in die Reifen sind und dass die Reifen nicht abgeschlossen sind. So, jede Zeit kann man sicherstellen, dass die Reifen richtig sind für den Auto. Und wie überprüfe ich das jetzt als Manager? Als Manager haben wir eine App hier, die kommuniziert mit einer intelligenten Reife. Wir haben einen Sensor in die Reifen, Algorithmus in diese Reife. Diese berechnen dann und geben uns die Information über Luftdruck und auch über wo die Reifen sind und was die Profiltiefe ist. Und Profiltiefe ist natürlich wichtig für Aquaplaning zum Beispiel und auch um sicherzustellen, dass das Auto jederzeit sicher ist. Wir sehen, drei Reifen sind okay, wir haben eine Reife mit zu wenig Luftdruck. So, das ist diese Reife hier hinter links, sind das direkt hier auf diese ab. Und dann können wir auch hier Luftdruck zusätzlich dabei bringen. Können Sie das macht jetzt mal kurz jemand für uns. Dann schauen wir gleich mal, was die App dazu sagt. 2 Bar soll eigentlich 3 Bar sein und sehen dann, hier haben wir einen Assistent eigentlich, die uns mit sehr präzise zeichnen kann, was die Luftdruck in Reifen ist. So, hier sehen wir dann auch die Bestätigung, jetzt haben wir den richtigen Luftdruck erreicht. Da habe ich noch eine kurze Frage jetzt zur Technik. Wie kann ein Sensor im Reifen erkennen, wie viel Profiltiefe ich habe? Wenn eine Reife sich abschließt, ändert der Umfang von der Reife sich. So, wenn wir dann Informationen von diesem Sensor mit auch Fahrzeuginformationen kombinieren, können wir dann berechnen, wie viel Profiltiefe überbleibt. Hier sehen wir, dass diese Reife zum Beispiel 8 mm Profiltiefe hat. So ganz gut für dieses Auto. Ja, das ist ich finde eine richtig clevere Lösung, vor allen Dingen eigentlich auch einfach gemacht. Und jetzt fahren wir mal in dem Konzeptfahrzeug mit und gucken uns das Ganze mal an, während das Auto rollt. Wir haben dieses Fahrzeug mit 4 intelligenten Reifen ausgestattet. Und jeder Reifen hat einen Sensor, der Daten an den Onboard-Computer überträgt. Er sendet Daten wie Temperatur, Druck, aber auch über den Reifen als solches. Somit weiß das Auto, ob es mit Winter- oder Sommerreifen, aber auch mit welchem Reifen genau es ausgestattet ist. Wir nutzen zudem Algorithmen in unserem Computer, die Daten der Sensoren, aber auch Fahrzeugdaten lesen. So können Sie zum Beispiel die Abnutzung des Reifens berechnen. Hierzu werden Fahrerinformationen, Fahrverhalten, Reifendaten und Fahrzeugdaten genutzt. Ein wichtiger Punkt des Systems ist die Cloud-Nutzung. Das bedeutet, dass die Daten an unseren Cloud-Service gesendet werden. Dort werden sie mit zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel Wetterinformationen, zusammengeführt. Dinge wie Regen, Sonnenschein, Temperatur, aber auch Straßenzustand, etc. werden hinzugefügt. Basierend auf all diesen Daten können wir die mögliche Laufleistung des Reifens berechnen. Eine wirklich wichtige Information für Fleet Manager. Wenn man sich vorstellt, dass in Flotten schon bald autonome Fahrzeuge genutzt werden, dann ist es besonders wichtig zu wissen, wann ein Auto gewartet werden muss. Und man sollte vor der Fahrt mögliche Probleme des Fahrzeugs erkennen und beheben können. Wie wir gesehen haben, funktioniert dieser Prototyp hervorragend auch im fahrenden Betrieb. Wir kriegen wirklich immer in sehr kurzen Zeitabständen aktuelle Informationen vom Reifen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses System das Leben eines Fleet Managers deutlich vereinfacht.